Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Im letzten Part sind wir durch einen Umweg jetzt hier in Hollow Bastion angekommen und wollen auch gleich landen und können keinen Speicherpunkt von vorher auswählen, weil sich sicherlich was verändert hat. Ich hoffe, wir kommen in diesem Part an einen Speicherpunkt dran. Sonst muss ich noch einen aufnehmen. Hallo Beast. Wo ist Belle? Immer noch im Schloss. Gegen ihren Willen? Nein, ich glaube, sie bleibt freiwillig. Die anderen Prinzessinnen sind auch da drin. Warum wohl? Fragen wir sie doch. Vielleicht brauchst du meine Hilfe. Ich gehe mit dir. Nope. Diesmal. Speicherpunkt. Erstmal Gruppe. Okay, da sehen wir nicht, welches Level du hast. Dann speichern wir einmal. Und gucken dann, welches Level du hast. Ach, da steht hier ja schon. 52, ja, passt. Okay, dann sind wir wieder hier. Ich glaube, die Truhen hier, die hier sind, die bleiben schon akzeptiert. Ja, wie kommen wir immer noch an diese Truhe da unten in diesem komischen... Ich schiebe mal die Wände durch. Haha. Da war ja was. Eine weiße Triodech mit Blitzkargummi. Okay. Einmal eine Triodech noch abgearbeitet. So. Eingangsportal. Weil hier so am Anfang. Kann man hier eigentlich nochmal runter? Wenn's geht. Wenn man hier. Ja, wenn man hier drauf drückt, sicher. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal straight dahin. Warum tauchen hier jetzt billige Herzlose auf? Das ist eine sehr gute Frage. No, ich hasse das. Aha. Als ich hier offscreen war, da bin ich so oft durch Attackieren runtergefallen. Das angekotzt. Immer wieder hier hoch. Immer wieder. Man landet ja nicht immer hier unten. Auch mal woanders. Dann landet man hier und dann hat man jetzt hier die Wehe nochmal. Okay, HP kann ich ja verlieren. Das ist kein Problem, Dude. Kein Problem. Alter, hört mal auf hier. Was? Hauptsache, ich fall nicht runter. Das ist egal. Ich darf HP verlieren, aber Hauptsache, ich fall nicht runter. Und wie auch immer dieser Abschluss-Dings kommt, ich hab keine Ahnung, was schon wieder. Hat diese Fähigkeit ein Leben abgezogen oder war es gerade nur ein Fehler aus dem Augenwinkel? Das wäre komisch, wenn es so wäre. Zwei von euch, wow. Ihr könnt mich mal. Genau deswegen. Woher auch dieser Schaden kam, das will ich nicht unbedingt wissen. Wer von euch kann denn noch gerade Feuer? What the fuck? Wieso bist du auf einmal platt gewälzt? Da war noch so ein Magier, da dran, das ist klar. What the fuck? Da war der einmal kurz platt gedrückt. What the fuck? Komischerweise auch irgendwie Schaden. Ich weiß nicht, kommt irgendwann eine Sequenz oder sollen wir gleich wieder zu Malefits Raum gehen?
müsst ihr jetzt auf einmal hier sein. Don't like ich. Sowas von das kommt down. Wow. Die macht alle viel mehr Schaden. Das don't like. Ich hab die Schwierigkeit dieser Welt ja nicht gesehen. Das ist wow. Ich werde hier noch einige Male verrecken, habe ich so das Gefühl. Einige Male. Auf dich wegzuporten, verdammte Scheiße. Ja, jetzt machst du das. Das ist wow. Auf damit! Ich vergesse. Ich heile ihn ja mit Magie. Kannst du mal aufhören? Das wäre sehr nett, danke. Ich hab keinen Bock mehr. Wenn du so weggehst, dann hab ich auch was. Wow, 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 chill mal, chill! Lass mich durch! Aber eigentlich müsste ich leveln. Wenn wir jetzt schon hier sind. Oh. 10.000 bis zum nächsten Level. Wir sind 53. What the fuck? Ach ja, Ability Level Up, das hat 2 gebracht. Betäubungsschlag. 30% Chance auf Betäubung. Stimmt, da war ja noch was. PS fehlt uns 1. Können wir was mit 1 rausnehmen? Nicht so wirklich. Fatze, Fatze, boah, will ich nicht irgendwie rausnehmen. Ja. Jetzt brauche ich noch mal Abilitamin, ey. Das wär's. Hätte ich mir noch mal eins schmieden können. Alter! Macht alle auf einmal so viel Schaden. Don't like. Okay, du irgendwie nicht mehr, aber der Rest. Genau du. Hast du da oben so viel Schaden? Und ich dir so wenig. Ich bin neulich. Schlüsselschwert, da war ja was. Sterntreuer, wo bist denn du? Maximum MP plus 1. Angriffskraft von Magienrufen steigt. Ausführung nach von nachfolgenden Volltreffern. Geil, ein Volltreffer und die Chance, dann sind ja am nächsten Stück auch Volltreffer. Cool. Ich mag Sterntreuer. Ist sogar um 1 stärker. Und vor allem geiler. Ich habe nämlich ehrlich keinen Plan, wo wir hin müssen, außer jetzt nochmal in diesen Raum, wo Malefiz war. Aber wo war da vor dem noch ein Speicherpunkt? Das ist eine sehr gute Frage. Und vor allem hier bin ich öfters runtergefallen. Das ist uncool. Wenn man hier runterfällt. Oh. Oh, no, no, no. Wow, oh, no. Und das hasse ich. Aber jetzt sind da so viele Gegner und vor allem die muss man besiegen, damit man nach oben kommen kann. Oh. Weil man sonst kann man nicht dieses Dings nicht ansprechen. Das ist fu. Das ist einfach nur fu. Und da so viele Screens sind, bis man wieder da ist, sind eh alle Gegner wieder da. Da siehst du, die hier sind schon mal da. Von hier kann man nicht rüberspringen, sag ich mal. Das ist einfach eine Kacke. Ich mag das nicht. Vor allem, wo war hier jetzt noch mein Speicherpunkt oben? Ich weiß, oben war einer, aber wo genau? Im Malefiz Bossraum oder wo? Ich glaube, mal für den Bossraum. Also den ersten, nicht den zweiten. Moment, in der Drachenform mussten wir wohin? Da mussten wir doch nicht gleich weiter, weil da ging es nicht weiter. Wo ging es denn zu? Erstmal nach oben. Weil da mussten wir nämlich auch hin. Ah, alle Gegner. Ey, ich schubse mich nicht gleich sofort runter, okay? Oh, komm! Das ist doch... Oh.
Yeah. Totally. Heal. Das ist doch... Warum stellt man da was hin, wo man alle Gegner besiegen muss, damit man runterfällt? Nur damit man runterfällt, oder was? Das ist sehr schön. Ich rolle mich einfach durch dich. Komischerweise, warum tauchen die Kinder hier nicht auf? Hier waren ja auch welche. Die tauchen aber irgendwie nicht mehr auf. Ach, Goofy. Totally verwirrend. Wurdest weggecrittet. Noch nicht. Komm runter. Jetzt hat man Stunner wieder generiert hat. Weil da sind auch wieder welche. Genau bevor ich den Schalter aktivieren kann. Wow. Ich dadurch gerade runtergefallen wäre, Alter. Komm her, ich kann keine richtige Kombo machen. Ja, hau ab. Sicher. Und du hast wieder voll Life, natürlich. Natürlich. So. Fein. Kann ihn mal einer vernichten. Komm schon. Warum bist du da so betäubt? Ohne Scheiß. Warum bist du da gerade die ganze Zeit betäubt? Alter. Was ist an dem gerade scheitert? Ich kann da nicht hin, den vernichten und dann wieder zurück. Geht doch. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Ja. Nice. Danke. Weh, ich fall jetzt noch irgendwo runter. Oh Mann. Mal gucken, welche Gegner jetzt hier drin stecken. Ich hoffe, dass man das nicht vorspüren kann. Aber habe ich schon MP hast. Ach ja, das schöne Herz. Die Gegner und Zipzipler. Danke für die Heilung. Ich hatte keinen Mana. Da war der Rumschlag, den ich eben die ganze Zeit wollte, Alter. Warum kämpfst du nicht mit los? Komm, los, Alter. So. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Mana. No, meine ganzen Mana-Dinger und alles. No. So, das schöne Herz. Total. Halb und halb. Einmal dicht, einmal dunkel quasi. Soll das symbolisieren? Sicherlich, keine Ahnung. Und wir begeben uns gerade auf die dunkle Seite. Von Hollow Bastion. Oh mein Gott, das wäre immer wieder hochklettern. Ah, das Gott sei Dank. Runter geht einfach. Runter ist immer einfach, aber hoch. Egal wo.
Jetzt ist nämlich die schöne Frage, wo war jetzt hier wirklich der Speicherpunkt? Naja, damit beschäftigen wir uns irgendwann anders. Ich hoffe mal, dass wir wirklich da lang müssen. Also dahin müssen, zu dem Raum, wo die Herzen halt waren. Wo wir gegen Rico gekämpft haben. Ich hoffe es. Weil alles andere gibt den Hollow Bastion zurückgehen keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Kann ja immer was anderes sein. Aber meiner Meinung nach eben nicht. Gut, ihr gebt mir jetzt MP wieder. Das hoffe ich doch. Ist irgendwas neu gespawnt? Warum? Wenn noch nicht alle weg sind. Aua. Warum gebt ihr mir keine MP durch MP hast und Esprit und alles? Wow. Shit. Da kam der Feuerball geflogen. Setz dich nieder in meinen Arsch. Naja. Ohne Mana und Leben, was will man machen? Das war ein AP. Das sah viel mehr aus. Aber Wayne, wir haben wieder volles Leben aus Mana. Dann nehmen wir halt die Erfahrungspunkte mit. Ja, ouch. Ja, so. Ich glaube, ich zitierte ab. Ihr three-hittet mich auch schon. Du heilst niemanden, Zack. Ja, komm. Ich muss nie. Don't like. Oh. Wer ruft mich denn jetzt auf mein Handy an? Kenne ich nicht die Nummer. Dann nehme ich jetzt auch nicht ab. Kann mir ja gleich zurückrufen. So, einmal heilen. Aero verschwindet ja jetzt sicherlich. So. Oh, du. Oh ne, 4 Heiler, Sirius. Ich will keine 4 Heiler. Ich hoffe, ihr hört keine Störgeräusche oder so. Maximum AP für Donald. Das heißt, wir haben schon mal 1000 Erfahrungspunkte gesammelt. Donald, 100.000, ich weiß gar nicht. Warum kämpfe ich gegen die hier überhaupt? Weil ein bisschen muss man ja leveln, oder? So ein bisschen vielleicht, so ganz wenig. Mal einen ordentlichen Angriff von Sora mit Phantomschlag zum Beispiel. Nein? Okay. Ja, da wo du ihn nicht. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn einsetze. Nö. Hat jetzt das letzte Mal nicht geklappt. Aber sonst alle drei immer. Autsch. Nö, irgendwie klappt das jetzt nicht. Hat eben dreimal geklappt, wo ich das gemacht habe, aber. Okay. Dann lag es nicht daran. Jetzt hat es schon wieder funktioniert, nämlich den Stick drehen, kreisen und so. Diesmal habe ich ihn nicht kreisen lassen. Diesmal auch eine Angriffskraft für Goofy. Donald, time to revive. So, wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir denn noch? Ah, zu viel. Das heißt, wir haben jetzt 5000 Erfahrungspunkte schon gesammelt, aber ich glaube, kein Level-Up bekommen wir noch. Also wir jedenfalls nicht. Thank you for Ignor. Hier, Donald kriegt nochmal auf die Fresse mit Half-Life. Also, sein Half-Life. Ja, Rundumschlag. Mal in einer zu gebrauchenden Position. Was auch immer der Unterschied zwischen dem ist oder dem anderen, oder war da, ist das der Betäubungsschlag? Das
das andere, nicht dieser Rundumschlag, aber da, ja, ich weiß es nicht. Das sieht ja jetzt immer anders aus. Hier kommt doch sicherlich die Sequenz. Zuerst zum Speicherpunkt. Thank you. Oh, sind wir endlich oben angekommen. Oh mein Gott. Oh, das passt doch perfekt. Leute, wir reden im nächsten Part mit den Prinzessinnen. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.